mein Album im Libanon weiter übrigens. Also ich bin nächsten Monat, werde ich in Libanon für 2 Monate. Wo denn in Libanon? Das ist ja auch immer so... Südlibanon, genau. Okay, ich komme. Komm, komm. Das lohnt sich für mich. Das lohnt sich. Wenn auf deinen Nacken einiges geht, am Flug essen, dann... Ich lade dich hiermit ein, dass du vorbeikommst. Yes. Verbringst du aber 3-4 Tage dann. Nicht Mob. Was geht ab, Freunde? Mein Name ist Rules, eine neue Folge von Was? Wie ihr seht, ich muss auch mal, ja, der Rules muss auch mal wischmobben. Freunde, ja, erste Folge überhaupt von mir und Babassad. Yes, Freunde, hier ist Hashtag Was los mit Babassad. Er bringt ein neues Album raus, ihr habt es mitbekommen. Habt ihr auch schon ein paar Singles gesehen und ich habe unterschiedliche Reaktionen gesehen. Auf der einen Seite sehr gut, auf der anderen Seite schwierig, weil auf Julians Blog. Das wisst ihr alles, das habt ihr alles schon mitgekriegt. Ich würde sagen, Freunde, ich halte das Intro kurz. Wir sehen uns am Ende noch einmal wieder. Jetzt habt ihr ein Gespräch, ein Talk mit Babassad. Was geht ab, Dickerchen? Wo bist du? Wo bist du die letzten 10 Jahre? Wo? Du machst diesen Regentrack? Und dann hast du dich 8 Jahre versteckt, so hat man das Gefühl. Nee, dieser Regen, er macht alles weg, dieser Regen. Dann MTV wollte nicht bringen, dann ihr macht Stress, er ist gut, der Junge bringt es. Dann 80.000 Platten verkauft, Backup von Bushido, unterwegs, dies, das, der Hype des Jahres. Jeder Türsteher wollte rappen auf einmal. Ja. Das ist schon eure Schuld so. Du und Bushido, ihr habt so jeder Türsteher wollte, hey, ich habe auch so eine Stimme wie Sad. Ich habe auch schon mal jemandem Angst gemacht, ich rap jetzt. Aber dann warst du auf einmal weg. Ja, da war ich 1-2 Jahre im Libanon damals. Jetzt mach nicht diese, ich weiß diese, aber mach jetzt nicht diese Filme, sag mal jetzt wirklich. Ich war wirklich 1,5 Jahre im Libanon. Auf der Suche nach Frau oder was? Also unter anderem Heirat, Familie. Unter anderem auch, aber ich war auch so ein bisschen, das wurde mir ein bisschen damals zu viel, muss ich echt sagen. Ja. Es war wirklich auch du warst auch super jung, wie alt warst du? 20, 21? 19, ja. 20 Jahre alt. Also halbes Kind eigentlich. Genau. Plötzlich Fame. Das war aber ganz krass. Die erste Zeit, also die ersten 2 Jahre, 1,5 Jahre, die habe ich gar nicht gemerkt, weil wir wirklich nur entweder Konzert oder Studio-Konzert. Ich war nie auf der Straße draußen und habe da irgendwas gesehen. Und dann hat man dann plötzlich... Dann gehst du dann halt mit deinen Eltern ganz normal einkaufen. Ja. Ja, Digga, dann ist da so eine krasse Menschentraube immer um dich herum und das war wirklich zu viel. Und ja, da kam so eine kleine Blockade und dann habe ich ein Album fertig gehabt damals. Und dann ist es nicht rechtzeitig rausgekommen, warum auch immer. Und dann war ich ein bisschen abgefuckt, da war ich einfach, ist mir auch egal. Ich fliege nach Libanon und mache da ein paar Sachen. Und dann war ich da 1,5 Jahre. 1,5 Jahre in Libanon. Oder 2 sogar. Ja, das ist so krass, weil das ist ja schon ein ganz anderes Leben als in Deutschland. Es ist ein viel schöneres Leben als in Deutschland. Ja gut, schön oder nicht, es ist anders auf jeden Fall. Anders, aber schön. Aber kommt man dann, wenn man zurückkommt, ist das nicht so ein Schock dann? Also warum bist du denn überhaupt zurückgekommen dann? Was waren ja, irgendwann muss ich ja auch irgendwann mal zurückkommen. Ich war einfach so vorbei da, Digga. Ich war da so, hab meine Sachen gemacht. Hm. Wir haben 2-3 Läden aufgemacht dort bei uns. Und... Ja, dann habe ich halt nichts mehr zu tun gehabt. Dann dachte ich mir, okay, du bist ja noch Rapper. Ja, also hast du die ganze Zeit gar nicht gerappt da unten? Gar nicht, nee. Ah. Nee. Und als ich zurückgekommen bin, ich schwöre es dir, das war Flughafen Frankfurt, ich musste mit einem Polizisten Deutsch sprechen und ja. Ist mir schwer gefallen. Ja, ja, klar. Ich brauchte erstmal 1-2 Wochen, dass ich wieder vernünftig Deutsch sprechen konnte. So. Nicht, weil ich das verlernt habe, sondern weil das einfach so ungewohnt war. Ja, genau. Und dann bin ich wiedergekommen. Ich bin ganz normal nach Berlin gekommen damals und habe dann ein Album abgegeben. Und dann sind in der Zwischenzeit auch sehr, sehr viele Sachen passiert und so. Und ja, dann wie war denn der Kontakt, als du in Libanon warst mit Bushido und mit Erst guter Junge? Gar nichts. Also hast du nicht das Gefühl gehabt, yo, die droppen mich mal bald, wenn ich jetzt nicht will? Nee, ich habe gar nicht dran gedacht. Ich habe zwischendurch mal mit Arafat damals telefoniert gehabt. Ja. Damals war es auch nicht so mit iPhone und WhatsApp. Und ja, dass man ständig Kontakt hat. Genau, das war damals im Dorf, da konntest du nur einmal in der Woche und sowas telefonieren. ja, das war wirklich so. Ja. Und ja. So war das. Ja. Krass. Ich habe gar nicht daran, das war mir nicht egal, aber ich habe einfach nicht daran gedacht, so dass ich mir eine Meinung bilden konnte. Ja. War ich glücklich. Könnte man auf die Jugend so ein bisschen schieben? Du warst auch schon noch sehr jung, aber andererseits denke ich mir, wenn man so einen Erfolg hatte, so auf krass Tour war und so weiter, ja. Fehlt das einem nicht? Denkt man nicht so, ey, Alter. Ich hab mich auch damals nicht als, ich habe mich noch nie als Star irgendwie gesehen. Ich habe dieses Star-Allure nie gehabt und das hat mich gar nicht interessiert tatsächlich. Also ich war,
So ein kleiner Junge, wie gesagt, und auf einmal bin ich berühmt geworden, ohne wirklich selber damals mir irgendwas erarbeiten zu müssen. Ja, einfach direkt, klar. Hat funktioniert und ich musste nicht irgendwie davor 5 Alben bringen, wie andere es tun, bis sie dann irgendwann erfolgreich werden. Mir wurde das quasi geschenkt bzw. ausgeliehen. Und als ich dann wieder weg war, wurde mir das wieder so wieder weggenommen. Das war wie ein Mietwagen. Du hast einen geilen Mietwagen, eine geile S-Klasse und dann hast du es auf einmal nicht mehr. Du musst du wieder Twingo fahren. Ne? So war das ungefähr. Ja, das hast du wirklich, muss ich sagen, schön gesagt. Normalerweise bin ich gewöhnt, gerade von Kenneck-Rappern, dass die, ich habe dem mein Leben gegeben und ich habe mein Leben gegeben. Ja, hab ich. Nein, aber ich habe auch was dafür bekommen. Ja, aber sehr viel bekommen. Also man muss ja sagen, das Mutterschiff war schon da, man musste nur noch einsteigen im Star Trek. Ich hab, natürlich, guck mal, das war jetzt so, dass es gab ja auch andere Künstler dort. Ich war ja nicht der Einzige. Ja. Und ich war halt einer von 5, die sehr gut funktioniert haben. Shakusa hat auch noch sehr gut funktioniert. Es muss ja irgendeinen Grund haben, warum haben natürlich nur die beiden am besten funktioniert. Irgendwas muss ich ja richtig gemacht haben. Wahrscheinlich, gut. Weißt du? So, aber dass das Ding, dass da auch jemand anders hätte sitzen können, ist klar. Also ich weiß, ich habe das auch danach gemerkt. Weißt du, da klar, also ich war da und das war auch alles gut, weil ich gut bin und alles. Aber es hätte auch jetzt MC Adnan da sitzen können und wäre genauso gut, hätte es funktioniert. Es hat nichts mit mir zu tun gehabt. Es ist, ich denke, also einerseits, ich will dir und muss dir einfach diese Props schon geben. Es hat schon natürlich was mit dir zu tun. Das will ich dir gar nicht wegnehmen. Aber wie ist das für einen, wenn man dann plötzlich merkt, yo, krass, ich bin so krass austauschbar. Weil als du irgendwie weg warst von Erst guter Junge, hatte man das Gefühl, Ich stecke nicht in einer Haut, ich weiß nicht, was alles passiert ist, aber man hat das Gefühl, er ist weg. Und dann sind neue Leute. Ja, und genau. Wie fühlt man sich dann da? Also guck mal, das war, du hast gar nicht so viel Zeit eigentlich, um irgendwas zu fühlen. Das war jetzt erstmal so, ich war zurück und dann wollte ich auch noch ein Album rausbringen, da war dann noch die Sache mit Kay, ich habe das jetzt alles mal übersprungen, das ist auch alles schon ausgelutscht. Und dann war es halt weg. Und dann sitzt du da so, da weißt du gar nicht, was du machen sollst. Dann machst du halt irgendwas, um einfach nur nicht nachzudenken. Dann versuchst du irgendwas zu machen. Dann natürlich, wenn du gerade unter Druck bist, und da war Druck natürlich da, dann machst du natürlich sehr, sehr viele Fehler. Ganz klar, wenn ich jetzt klar denke, würde ich sowas nicht normal machen. So, weißt du, was ich meine? Also, dann machst du viele Fehler, da hast du gar nichts gefühlt. Danach fühlst du irgendwas. So nach so ein, zwei Alben, irgendwie. Das ist jetzt auch nicht das Wahre. So, ne? Und dann fängst du dann halt zu denken, alter Scheiße. Ja. Okay, alter Scheiße für die Sache. Halt, ja, ne? Klar. Ja. Und dann dachte ich mir, Gott sei Dank habe ich mir von Anfang an nie in den Kopf gesetzt, ich bin jetzt hier Superstar, will 20 Jahre Superstar bleiben. Das hat mich schon gewurmt, aber ich habe mir nie im Kopf gesetzt. Das war mir nicht egal, aber das war mir irgendwie doch egal, so ein bisschen. Du hast es vielleicht auch gar nicht so krass wahrgenommen, ne? dass du so krass bist. Weil ich muss ja sagen, das habe ich gerade deinen Jungs auch gesagt, wenn man sagt, so, also du hast wirklich nochmal mit diesem CCN-Ding, habt ihr wirklich alles auseinandergenommen. Und du warst schon für eine ganze Generation, das war schon ein ganz krasses Brand, so Baba Saad. So. Aber also ich weiß, also Gott sei Dank hast du es nicht so wahrgenommen. Ich wusste das nicht. Ja. Ich wusste das wirklich. Du bist so in ein Loch gegangen. Ich wusste das nicht. Ich habe das, guck mal, die Aura Bushido damals war so groß, dass du gar nicht, auch wenn meine Aura auch sehr groß war. Ich weiß, dann geht man so ein bisschen runter. Ich weiß. Was heißt unter? Du merkst das gar nicht. Du denkst, ich bin jetzt gerade mit ihm, wir machen das zusammen und je größer er wird, desto größer werde ich. Geil. So war das halt. Ne? Und dann hast du gar nicht die Möglichkeit, das zu merken. Und damals gab es kein Facebook, kein Twitter. Und gar, man konnte nicht an Likes messen, wo steht man. So, wer bin ich, wieso? Und auch wenn du, weißt du, so war das, Digga. Und irgendwann halt mit der Zeit habe ich dann halt irgendwann angefangen, Leute zu treffen und sowas, die Hip-Hop hören und Rap-Fans sind und jetzt auch. Und dann auf einmal dann, damals warst du mein Idol. Da dachte ich mir, okay, kann sein. Und dann halt, der Nächste sagt genau das Gleiche und der Nächste wieder das Gleiche. Dann hat man das halt erst gemerkt, so, oh krass, ich habe da doch was Gutes hinterlassen. Definitiv. Also mit der Zeit, gerade mit Carlo Cooks. Und obwohl man ja eigentlich dachte so, beziehungsweise es ist ja so, Flair und Bushido haben mit dem Carlo Cooks 1 so komplett die Blaupause dafür gestellt. Mhm. Man dachte so, das ist nicht mehr topbar, das ist so das Ding und so. Aber dann habt ihr das doch nochmal
Vor allem auch, ich denke, finanziell auch. Also von dem Verkauf, vom Reich. Also Bushido war noch mal größer und so. Genau. Aber ich finde, es war trotzdem ein bisschen was anderes. Ja, es war schon. Es war sehr, das erste, super, ich habe es auch gehört. Sehr gerne gehört. Ich habe mich auch gefreut, als er mich gefragt hat, dass ich einen zweiten Teil mache. Aber das zweite war doch ein bisschen mehr Saat, weil das war dieses Mutter und Tante ficken und Mutter ficken und Schwester, das gab es ja davor gar nicht. Davor war das ja Gangster-Rap. Das war das erste Mal, dass man Gangster-Rap macht. Aber diesen Assi-Kanacken-Rap, das war das erste Mal da drauf. Und das war ja das so, wie ich quasi rappen konnte. Es ist auf jeden Fall schon, es hat beides seine eigene, es hat beides seine Zeit gehabt. Hast du denn in der Zwischenzeit... Also ich muss sagen, was mich ein bisschen, was mich gewundert hat, was aber typisch für Rap ist, dass du irgendwann mal ein paar Tracks gegen deine alte Label-Kollegen machst oder mal so auspackst, nicht mal nur böse, sondern einfach mal auspackst oder so. Das gab's eigentlich so gar nicht. Warum eigentlich? Was meinst du? Beziehungsweise gab's das eigentlich? Hast du denn mal irgendeinen Track gemacht, so ey krass, ey ja, damals war so Bushido. Warum nicht? Also nicht, dass ich sage, ihr macht das, disst die. Nein, ich meine nur, das ist eigentlich voll üblich. So, weißt du? Warum soll ich das machen? Keine Ahnung. Also fühltest du dich also nicht... Ich weiß nicht, ich habe das nicht für nötig gefunden, so, sowas zu machen. Ja krass. Die haben ja auch nie, guck mal, man muss ja ehrlich sein, die haben ja auch nie wirklich was Schlechtes getan. Am Ende hat man sich halt überhaupt gar nicht mehr verstanden. Lag aber in erster Linie nicht an denen, sondern es lag A, an dieser Entfernung, ich war ja weg, und B, lag es an Kay damals. Das ist ganz viel, der hat da viel zu beigetragen. Muss also man so ein bisschen interveniert, ey, ist nicht cool, dieses Zeit? Das war ja das Problem, was ich da mit denen hatte, hatte Echo auch so in der Zeit. Und das war wegen Kay. Kay konnte mich nicht leiden, konnte Echo nicht. Warum auch immer, weiß ich nicht. Gut. Ich habe ihm geholfen. Kay war gut mit Bushido. Also der war sehr gut mit dem. Ja, bedeutet, sein Wort ist besser gehört als meins, weil ich bin ein Jahr, anderthalb Jahre in Libanon und der Typ wohnt mit ihm zusammen. Ist ja klar, das ist dein bester Freund in der Zeit. Gut, ja. So, und da hat man sich nicht mehr... Ich wusste, also wenn ich jemand dissen muss, dann muss ich Kay dissen. Oder die Zeit, dass ich halt nicht hier war, dissen. So. Aber die haben ja so an sich, die haben mich immer vernünftig bezahlt und alles. Also was soll ich denn sagen? Die haben mich abgezogen und ich habe dir mein Leben. Ja, habe ich. Du bist so ziemlich der, du bist ja einer der wenigen, die das aber jetzt sagen. Ne? Das, also ich finde das voll cool, wie du damit... Ich wurde aber vernünftig bezahlt. Ne, ich finde das gut, dass du das nicht gemacht hast und dass du sowas sagst. Weil normalerweise ist das halt, wie gesagt, es ist eigentlich total üblich. Hätte mir vielleicht geholfen. Genau, das meine ich ja. Es ist geschäftlich voll geil. Es hätte mir bestimmt geholfen. Und dann, bei Gott, ich bin sehr gut im Dissen, finde ich. Ich kann das, ich beherrsche das schon ganz gut und natürlich weiß ich auch sehr viele Sachen und sowas, aber mir wurde nichts Schlechtes getan. Also du hast nicht das Gefühl gehabt, dass es fair wäre, das zu machen? So. Ich habe nicht mal daran gedacht. Ja, okay, cool. Ist mir eigentlich, weiß ich nicht, obwohl es geschäftlich besser gewesen wäre wahrscheinlich. Ne? Ich kann mich an gar keinen Fall erinnern, in der Deutsch- oder vielleicht in der Hip-Hop-Zeit überhaupt, dass einer nicht gemacht hat, weil es ist so ein bisschen, wenn man jetzt mal ein kleines bisschen das Beispiel nimmt, 50 Cent und G-Unit und Bushido war vielleicht damals so ähnlich und dann kamst du als so ein bisschen vielleicht, weiß ich jetzt nicht, vielleicht kann man sagen, The Game, jetzt nur als Beispiel, Freunde, ne? Nicht jetzt schreiben, es ist doch nicht The Game. Okay, nur ein Beispiel. Dann kommst du und machst ein mieses Ding mit ihm zusammen, das war bei Game auch und dann ist er weggegangen und dann war ganz klar, es ist ganz normal, dass erstmal geschossen wird. So. Dann fängt man erst ein bisschen an und ich vielleicht auch die ganze Rap-Szene, hat darauf erst gewartet, dann kam aber nichts. Also, ne, und dann kam ganz lange gar nichts von dir. Und dann kam plötzlich etwas, was gar keiner verstehen konnte. Also bis heute, ich verstehe es immer noch nicht. Vielleicht magst du das mal erklären. Es kam nicht lange gar nichts. Es kamen zwei Alben. Ja, aber das eine Album ist relativ okay gelaufen. Das abgelehnte Album? Nee, das ist Baba, wie hieß denn das? Halunke. Genau, das ist noch relativ gut gelaufen. Ja. Und dann... aber nicht so gut wie früher halt, klar, ne? Und danach kam noch irgend so ein S-Doppel-AD und das ist dann halt komplett in die Hose gegangen. Und ja, und dann musste ich mir halt überlegen. Dann saß ich halt und dann hab mir gedacht, okay, entweder hörst du jetzt auf oder du machst irgendwas und versuchst wirklich dich zurückzukämpfen, aber vernünftig. Weil du kannst dich so halt, weil damals hat man einfach einen Text geschrieben, aufgenommen. Gut, konzeptlos, gib ihn, Kanaken-Rap, ich ficke Mutter und Genau, aber gekauft. Das hat ja irgendwann nicht mehr funktioniert. So, dann dachte ich mir, okay, entweder komme ich jetzt klar, mach mir jetzt einen Plan und denk genau nach, was ich machen möchte, dass ich irgendwas erreiche, dass ich wenigstens zumindest einen guten Weggang quasi habe. So, ne? Wenn ich habe
was Geiles geschaffen damals. Ich konnte nicht einfach so aufhören mit 2500 Alben oder was sich das da verkauft hat. Ne? Das war wirklich schlecht. Das war wirklich schlecht. Nein, ich weiß. Ja? Aber und dann habe ich einen Plan gemacht, Digga. Und dann habe ich ein bisschen Marktanalyse betrieben, ganz deutsch. Dann habe ich erstmal ein bisschen aufgehört, Libanese zu sein. für eine kleine Zeit. Hab ein paar Handys zurückgegeben. Hey, du, Peter, ich hab gedacht. Genau, weißt du? Nein, so, und dann hast du gedacht, so, hey. Marktanalyse, dann habe ich mir das alles angeguckt und dann dachte ich mir, okay, das. Was hat noch keiner gemacht? Wo wäre ich der Erste? Wo könnte ich noch gute Leute fischen? Und ja, was könnte mir helfen, so ein bisschen aufzufallen und was Vernünftiges aufzubauen? Und dann war das dann halt der Weg, dass ich dann halt mich für VBT ein bisschen... Was ich an sich, also verstehe mich nicht falsch, ich finde das an sich nicht schlechter Move, dass man sagt, ich gehe andere Wege. Nur ich finde, es gibt keinen Menschen auf der Welt, dem das weniger gepasst hat als einfach dir. Du bist einfach der Typ von CCN so und das passte null. Aber ich sag dir noch eine andere Sache, das möchte ich auch den Leuten sagen, damit die nicht denken, du hast mit dem SADD so schlecht verkauft, weil du schlecht warst. Weil ich muss sagen, du warst auch gerade in der Phase, wo der Hype im Deutschrap ein bisschen auch im Arsch war. Das darf man nicht vergessen. Das war so 2008, 2009. Genau. Da hat ja gar keiner mehr verkauft. Das stimmt. Das war alles im Arsch. Aber mich hat es trotzdem getroffen. Natürlich, mir ist es egal, ob jetzt jemand anders verkauft hat. Ich habe nur auf mich geguckt. Ja, klar. Mir war klar, dass... Aber alle haben nicht verkauft. Damals auch, Azad war auch jetzt nicht mehr prickelnd und sowas. Aber ich für mich persönlich, ich dachte mir, ey, das kann doch nicht sein. Ich war ja auch immer noch ein paar Jahre zurück. Ja. So, deswegen hat mich das getroffen und deswegen, Gott sei Dank, war das genau so. Gott sei Dank habe ich mich so gefühlt wie da, damit ich halt einen neuen Plan mache. Und ich finde, seitdem wir angefangen, diesen Weg zu gehen, da sieht alles bei uns besser aus, es ist besser geplant, besser strukturiert und alles hat einen schönen, wir haben einen vernünftigen Plan und wir laufen diesen Plan einfach eiskalt hinterher, auch wenn es manchmal so ein bisschen Schwierigkeiten gibt, aber wir machen diesen Weg so, wie wir den geplant haben, nicht mehr einfach so, ja... Das jetzt mit dir, das ist das Spontanste, was ich jetzt seit einiger Zeit gemacht habe. So, ne? Du meinst Interview, also du meinst, was meinst du? Ja, gestern habe ich einen Anruf bekommen, ja, morgen. Ich habe auch gestern einen Anruf bekommen, mach heute, der ist noch in Berlin. Hab ich gesagt, nee, ich war noch nicht mehr in Berlin, also, ich war vorgestern in Berlin. Ah, wegen Fritz, ja. Genau. Ja, und das ist halt mit Show das Spektakulärste, was ich gerade machen kann. Yes. Das ist einfach so spontan vorbei. Bei Roos ist immer spektakulär. Aber so. Ich bin zufrieden, Mann. Das ist doch eigentlich ein geiler Weg, den man gehen kann. Du machst jetzt gerade, wie es aussieht, die beste Chartposition deiner Karriere. Exklusiv. Ja, sieht so aus, ja. Ja. Was einerseits freut mich für dich auf jeden Fall, aber jetzt, wollen wir das mal gleich analysieren. Ich will nur noch eine Sache zu deiner Karriere sagen, zu dieser Aufarbeitung. Was ich schade fand auch an deiner Sache ist, dass du manchmal sehr, oder ich hatte das Gefühl, du hast sehr viel Zeit verloren immer mit diesen Kriegen, diese Nebenkriege, Schauplätze mit, weißt du? Mann, ich bin ein Kandidat für Fettnäpfchen, so, weißt du, das ist einfach so, ja. Ich habe mir gesagt, warum konzentriert er sich nicht auf sich selbst? Ja. Mach doch dein Ding. Mhm. Du hättest. Aber so viel Beef habe ich doch gar nicht gemacht. Nein, nicht Beef, aber so kleine Nebenschauplätze dann mit dem diskutieren. Dann, du hast Bruder das, dann gab es ein Zadig-Ding. Sag mal, gibt es dieses Album, dieses Du und Zadig? Das ist, glaube ich, gelöscht. Also schade. Na, Gott sei Dank. Ja, ich weiß vielleicht. Nee, guck mal, ich hasse den nicht oder ich wünsche ihm auch alles Gute. Mir ist die Sache völlig egal. Aber musikalisch war es nicht so gut. Okay. Das weil ich hab gedacht, damals, also zur damaligen Zeit, kann man eigentlich sagen, du oder einer von euch, Timo oder so, hat Sadik Dümarok entdeckt, so ein bisschen für euch? Ich weiß gar nicht. Ich hab den irgendwann mal gehört, auf Thug Life damals war das, glaube ich. Und ich fand den ziemlich interessant, weil diese Art zu rappen habe ich noch nie gehört. Ja, der hat eine einmalige Stimme eigentlich. Genau. Sehr wiedererkannt. Und ich rattert auch gut runter. Damals hat er auf jeden Fall sehr gut runtergerattert. Und dann haben wir den... mit Timo zusammen noch aus Osnabrück damals eingeladen, aber das ist auch schon wieder... Ja, das sah gut aus. Schade. Das passte dann zu Saad und zu dem ganzen Shit. Aber das muss gar nicht so sein, weil die Steilkurve kam nicht mit ihm damals, sondern die kommt jetzt. Ja, das stimmt. Man weiß, manchmal im Leben, man weiß nicht. Und dann es muss jetzt nicht unbedingt ich muss nicht mein Klon sein, quasi. Nein, darum geht's nicht. Aber es ist ja, du weißt doch, in gar keiner Musiksparte ist es so. Gangster-Rap ist sehr anstrengend, auf jeden Fall. Du kannst dir sicher sein, dass wenn man sich einen Gangster-Rapper heute signed,
in einem Jahr oder in zwei werde ich mich mit dir hinsetzen und sagen, ja, das ist der Wichser und so. Dann wirst du mich fragen, warum hast du einen Diss-Track rausgebracht? Und genau um diese Frage zu vermeiden, möchte ich einfach diesen Weg gar nicht mehr gehen. Nein, ich verstehe dich voll, Nur aus der Fansicht muss ich sagen, war das sehr spannend mit Sadik Dümarok und so. Das ist schade, dass es nicht geklappt hat. Und wo ihr angekündigt habt, ein Kollabo und so, da haben sich sehr viele gefreut, weil das hat einfach, das hatte sehr viel Energie. Und dann kam es leider nicht. Schade. Ja. Also das war auch... Das ist aber auch schon Jahre her, muss man sagen. Lange super lange her. Aber das war auch eine komplizierte Zeit. Das war, die Jungs unter sich hatten auch so ein paar Netzwerke. Die haben sich auch dann irgendwann getrennt. Als sie noch bei mir waren, genau, war das schon. Das war, ja, ich musste schon auch von links und rechts zusammenhalten. Und dann war ich auf einmal der Blödmann. Und dann waren... Das ist echt anstrengend. So. Darauf habe ich keinen Bock. Ja, ich verstehe das voll. Das Ding ist auch, du warst, weißt du, du hast auch sehr viel Zeit verloren. Was aber auch vielen passiert ist. Auch cool, Savage ist das passiert mit Optik und so. Du warst plötzlich Labelchef. Gott sei Dank habe ich Zeit verloren. Ja. Weil dadurch kann ich lernen und ich bin der Meinung, dass man mit einem Punch Arroganz viel besser verkaufen kann als mit allen meinen Signings. Deswegen habe ich lieber da meine Fehler gemacht, weil ich habe auch Fehler gemacht, ganz klar. Und die würde ich dann halt jetzt am besten versuchen, nicht mehr nochmal zu machen, weil sich das jetzt auch wenigstens lohnt. So hart es auch klingt, leider. Nein, ich verstehe das voll. Auch vom Kopfschmerzfaktor her hätte wahrscheinlich jeder lieber einen Crow gesigned als irgendwas. Nein, voll, verstehe ich voll. Es sind ja auch meistens keine Leute, die dann nach einem Jahr einen Track rausbringen. Ich habe von deinem Tisch gegessen, du hast mit meiner Mutter, wir haben für dich gekocht, du bist ein Hund. Nein, ich verstehe das voll, aber es ist halt so, ich sehe das ja auch an den Kommentaren jetzt, wo du wieder was mit Echo gemacht hast, was sehr geil geworden ist. Aber das ist halt, weil die Leute... Das ist halt das Ding, es ist halt, ich sag dir genau, wie es ist halt so, du siehst nun mal, ist bei mir auch so, man sieht nun mal aus, wie man ist, man kommt nun mal so rüber, wie man ist, man kann, was soll man dagegen machen, auch mein perfektes Deutsch wird nichts dran ändern, dass wenn man mich sieht, sofort weiß, so, das ist das Paket. Und deswegen, die Leute, ich habe das ja gesehen, du machst das über Julians Blog, die Sachen, da sind die Kommentare zum Beispiel komplett anders, als die Kommentare auf deinen Facebook. Ja, natürlich. Klar. Nein, ich meine nur, du siehst daran, wenn du dich jetzt bemühst mit Punch Arroganz, was ich eigentlich total cool finde, weil diese Jungs sind gut, das ist klar. Aber irgendwie deine Hardcore- oder Sardcore-Fans... Finden das alle gut und kaufen sich sein Album und unterstützen ihn hart. Das glaubt man nicht, aber wir gehen, machen zusammen Konzerte. Du kannst gerne vorbeikommen im November in Köln. Mach ich, du gehst ja auf Tour. Genau, ja in Köln, du kannst gerne in Köln vorbeikommen. Und dann kannst du dir das angucken, dass halt auch die Leute, die sich ein Sard-Tattoo gemacht haben, Punch Arroganz sexy rappen. Also das haben wir wirklich geschafft. Das war wirklich schwer. Das ist halt lange Arbeit. Wir sind ja erst schon seit über 3 Jahren bei mir. Ne? Wir haben es wirklich geschafft, dass die Leute ihn akzeptieren und dass seine Leute mich akzeptieren. Das ist echt... er ist nicht so weit weg von mir. Er kommt aus dieser Battle-Schiene, aber er rappt auch ziemlich hart mit ziemlich viel Atmosphäre, wenn er will. Er ist kein Gangster-Rapper, aber man kann ja auch hart rappen, ohne Gangster-Rapper zu sein. Ja, ich weiß, es gibt ja auch, vor einigen Jahren wurden mal Texte verglichen von Casper und Massiv, ohne dass man den Leuten gesagt hat, man hat einfach nur vorgelesen und gesagt, von wem glaubst du, ist das? Das ist aber bei so einem Quiz, ich glaube, die Lisa Wie hat das mal gemacht. Ich glaube, ich habe das auch und dann gesehen, haben die Und dann dachten die Leute immer die Texte von Casper, ja, das ist Massiv, 100 Pro. Mhm. Und ja, also es ist das Paket, es ist gar nicht so der Inhalt. Also ich finde, das passt sehr gut zusammen. Und also das würdest du ja nicht machen, das ist ja klar. Es ist nicht die gleiche Musik, überhaupt nicht, auch nicht die Richtung und auch nicht, ich kann wahrscheinlich nicht mit ihnen so gleiche Songs machen, wie man normalerweise macht und sowas, so wie er seine Art und Weise ist, aber ich finde, es passt menschlich sehr gut, seine Musik gefällt mir äußerst gut, seine Aufbauarbeit macht mir extrem viel Spaß. Und darauf kommt es an. Und ich glaube daran, und er ist ein Deutscher, ist aber korrekter und höflicher als jeder Kanake, der bisher bei mir war. Darauf würde ich es jetzt nicht runterbrechen, auf Deutsch oder nicht Deutsch. Nicht, es geht nur um dieses... Aber dieses Kommentar lese ich manchmal. Ja, was willst du mit den Deutschen? Ja, das ist ja assi. Also, das ist ja mega asozial. Aber ich finde zum Beispiel, ich finde nur, also strategisch gesehen hätte ich, glaube ich, zu der Zeit... gesagt, ey, mach das Label mit Punch und Esther und was auch immer, aber du machst das Label, aber du bist da nicht so drin, dass man dich optisch immer so wahrnimmt, weißt du? Du machst das Label mit damals, keine Ahnung, Timo oder so und dann... Hätte aber nicht geklappt. Weil du brauchst diesen Support dann, meinst du, ne? Also nee, hätte für die Jungs nicht geklappt. Ach so, meinst du? Weil es gab zu der Zeit sehr, sehr viele Battle-Rapper. Ja, die wurden ja auch alle gesigned. Alle wurden gesigned und übrig geblieben sind Lance Butters, der bei Sony, glaube ich, ist.
Und ist er bei Four? Genau, Four. Weekend, aber der ist auch nicht mehr so krass unterwegs. Muss man, also ich vergleiche die Zahlen von den Jungs. Die sind ja alle aus VBT Zahlen. Ja, das ist ja immer so ein Richtwert für einen. So, ne? Und Punch ist übrig geblieben. Ja. Und wobei Lance ist da der Stärkste momentan. Und Punch war ein bisschen schwächer als Weekend, hat ihn jetzt wieder überholt. Und diese drei sind übrig geblieben. Und alle anderen sind alle weg vom Fenster. Ja. Weil die Lance ist halt, weiß ich nicht, was da bei denen gemacht wurde. Bei Weekend war das, glaube ich, so. Der ist bei Chimperator und da ist Crow und das ist halt so, da ist... Ja, ich denke, so ein kleines bisschen diese DSDS-Karma, ne? Also man hat so diesen Fame auf einer Seite und die Jungs wieder weg. Alle auch technisch gut, super, keine Frage. Ja, natürlich. Auch alle, die jetzt namentlich nicht mehr so im Raum sind, aber... Ja, das sind, alle anderen sind ja nicht mehr da. Ja. Das ist ja das Ding. Jetzt komischerweise morgen so. Morgen zwei, drei VBT-Runden gegen mich. Ja, nein, ja, hoffentlich. Ist halt nein, schlimm. Ja, nein, VBT gab es schon oder auch andere, auch RBA ja, und so. Das RBA, Ding ist... Genau. Das Ding ist... Es gibt sehr, sehr wenige, also weltweit, wenn man jetzt weltweit vergleicht, ist Eminem immer ein gutes Beispiel. Es gibt sehr wenige Leute, die Freestyle-mäßig alles kicken, aber trotzdem auf Albumlänge interessant sind. Ja. Du weißt selber, also ich würde, ohne dir zu nahe zu treten, ich würde sagen, du bist technisch nicht der Krasseste, aber man hört dir gut zu, gerne zu, wegen der Stimme, wegen der Aura, die du erzeugen kannst, gerade einfach... Den Sound, den du machst. Deswegen fand ich es auch schwierige Entscheidung, als du gesagt hast, es geht zu Julian auf seine Seite und macht da die Promo. Dann habe ich gedacht, das passt eigentlich nicht, weil du bist der Typ, dem du erzeugst ganz, also deine Vorteile sind ganz andere, als die Julian da macht. Bei denen geht es doch nur um, wer ist Techniker, wer ist Technikfreak. So. Aber was ist denn für dich Technik? Technik ist, dass man Double Time rappt? Ja, dann bin kann man natürlich. Da bin ich kein guter Techniker. Ich finde... Also du hast halt eine Basic-Technik auf jeden Fall, aber darauf kommt es bei dir nicht an, denke ich. Ich schreibe ja meine Texte selbst. So, ja, weiß ich. Im besten Fall. So, und ich finde, die Technik, die ich benutze, die ist jetzt nicht gut so Savage-like, aber das ist jetzt nicht ein Satz, dann kommt der nächste und dann kommt das. Das ein bisschen technisch ist das schon äußerst gut, finde ich. Aber Saat, wenn man Saat, darum geht es nicht. Ich wollte nicht sagen, du hast eine schlechte Technik. Nee. Darum, wenn ich Saat-CD kaufe, ja, dann hörst du mir gerne zu. Dann höre ich dir die Aura, der Background ist wichtig, die Story ist wichtig, aber auch schon damals bei CCN. So bei Bushido genauso. Es ist ja nicht Schlimmes. Das ist ja eigentlich genau das, was ja eigentlich den VBT-Leuten fehlt. Dass man den, man kauft ja, wenn man eine Platte kauft, kauft man diesen Typen ja auch, genau, weißt du? Genau. Und deswegen dachte ich ja... Aber darf ich dich was fragen? Bitte. Was habe ich denn in den letzten dreieinhalb Jahren gemacht, was eigentlich so passt? Wenig. Was habe ich in den letzten dreieinhalb Jahren gemacht, wo man sagt, ja okay, das ist hart, also so diesen Weg muss er gehen, damit er erfolgreich wird. Was habe ich denn gemacht? Das weiß ich nicht. Schwierig zu... Gar nichts. Also du hast immer so... Nichts. Ja. Ich habe nichts so gemacht, wie ich das eigentlich machen muss. Wenn du den Buch kaufst, wie wird man erfolgreich als Gangster-Rapper, okay, dann machst du 1, 2, 3, 4. Oder davon habe ich nichts gemacht. Ja. Ich habe einfach irgendwas anderes gemacht. Warum aber? Ist einfach doch so, Digga, hat doch geklappt jetzt. Also ich bin wieder glücklich, Gott sei Dank. Das war wirklich, also ich bin selber stolz. Wie viel spielt da, denkst du, die Musik und die Entscheidungen eine Rolle und wie viel spielt, sagen wir mal... Alles spielt eine Rolle. Was glaubst du, wie großen Anteil hat Julian bei diesem Erfolg jetzt? Nee, bei dem? Nee, die Zahlen sind ja... Nee, das ist... Also du hast ja die ganze... Nee, das meine ich gar nicht. Ach so, ich rede jetzt gar nicht über... Ich rede nicht über Bang, ich rede... Ach so, okay. Mein letztes Album ist auf 10 gegangen, aber du darfst eine Sache nicht vergessen, ich habe keine Box gehabt. Du hast ohne Box gesagt? Ich habe das jetzt das erste Mal, dass ich eine Box habe, einfach weil ich gemerkt habe, ja, da fehlt irgendwas wegen den Charts. So, weißt du, wenn du heutzutage auf 10 chartest, dann sagen die Leute so, bei denen läuft nicht mehr so. Aber mein Platz 10 hat damals in meiner Woche mehr verkauft als Platz 4. Ja. Platz 4 hatte aber eine Box und ich hatte keine Box. Ja, aber das sind einmal wirtschaftlich gezählt wird und einmal per Einheit. Ich glaube, die zählen nur noch den Umsatz. Also ja, die zählen nur die Einheit. Also das wird nur nach Geld berechnet, nach Umsatz. Ja, nur Umsatz, ja, genau. Ja, klar. Ich hab, wie gesagt, aber du kannst trotzdem mehr Einheiten verkaufen und niedriger charten, weil du halt die Einheit ist. So war es bei mir, mein Platz 10, ich war ohne Box, mein teuerstes Album war irgendwie 18 Euro oder so. Und ich war stärker als Platz 4, bin aber auf Platz 10 gegangen, Gott sei Dank noch auf Platz 10. Und dann musste der natürlich, und da habe ich gemerkt, das war mein,
das war vor 2 Jahren das Album. Ja. Da habe ich gemerkt, es geht in die richtige Richtung. Da habe ich gemerkt, geil, das lohnt sich. So, genau so will ich weitermachen, weil ich habe mich wieder gut gefühlt. Ja, klar. Ich war nicht wie früher. Aber man hat aus eigener Kraft... So wird es nicht mehr sein, aber jetzt leiht mir keiner mehr was. Ja. Das gehört jetzt mir. Ich habe mir das selber erarbeitet und das ist ein wunderschönes Gefühl. Und wir reden hier nicht über 6000 Alben oder sowas. Ne? Das war ein sehr schönes Gefühl. So, und danach habe ich, ein J-Joe-Tape gemacht, heißt das. Ja. Das haben wir im eigenen Shop gemacht. Das war Weihnachten, einfach so. Wollten wir das machen. Ja. Einfach so. Dann habe ich gemerkt, dass wir da sehr viel verkauft haben. Alter, es bleibt sehr viel Geld übrig. Klar, man nur bei eigenen Shop. Richtig. Da hast du keine Ausgaben. So, und dann hat sich das gelohnt. Dann dachte ich mir, okay, sag, machst du jetzt ein Album? Was machst du jetzt? Dann dachte ich mir, eigentlich nochmal was mitnehmen. Dann habe ich Sadcore Reloaded auch im eigenen Shop gemacht, aber nicht wegen dem Finanziellen, sondern auch wegen dem Finanziellen. Also auch schneller ging? Nicht deswegen, das war halt sehr gefährlich, dass man noch eine Prüfung bekommt. Ach so, das ist ja dieses Ding, das erste Ding ist ja indiziert, dann haben wir ja nochmal so ein Reloaded-Ding gemacht. Und wegen dieser Indizierung, das wäre auf jeden Fall indiziert worden und da wollte ich das aus dem Weg gehen. Und dann habe ich da meine Zahlen gesehen und dachte, okay, Moment mal. Warte mal. Okay, ja, so scheiße bist du nicht mehr. Ja. So, und jetzt haben wir dieses Bang Bang gemacht. Das ist das erste Mal mit einer Box auch, aber auch nicht allzu teuer. Das ist entstanden, weil ich mache gerade ja mein Album Der Pate, aber da will ich nicht sonderlich viel fluchen. Da will ich wirklich nur mit Atmosphäre überzeugen, da will ich keine Features haben, sondern wirklich nur erwachsen, hart irgendwas erzählen, so wirklich Stimmung erzeugen. Und da will ich wirklich alles richtig machen. Und das mache ich schon seit 6 Monaten und ich hätte das bis jetzt nicht hinbekommen. So, und zwischendurch mal entsteht ein asozialer Song wie der mit Echo zum Beispiel, der war eigentlich für Pate. So, und solche Songs passen da aber gar nicht drauf, aber okay, die passieren und deswegen ist jetzt Bang Bang da. Okay. Da habe ich mir jetzt einfach selber eine Frage gestellt und geantwortet. Also gut, dass du das so zusammengefasst hast, weil ich habe da das wirklich nicht so im Blick. Gut, dass du das sagst, weil dann hast du wirklich sehr viel schon selber vorgearbeitet. Ja, natürlich, klar. Das ist wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen, mit Julian das zu machen? Wie ist das denn gekommen? Mit Julian bin ich seit über einem Jahr so in guten Kontakt. Wir haben uns auch nicht durch Spanisch kennengelernt, sondern durch einen anderen Freund und ja, so das treffen wir uns ab und zu mal und die Freundschaft ist immer besser geworden. Wir sind jetzt nicht, er ist nicht mein Cousin oder sowas, also so ist es jetzt nicht, aber wir sind sehr, sehr gut miteinander. Und dann saßen wir mal an einem Abend in so einer Shisha-Bar und dann gibt es diese Spieletische, wo man Poker spielt und Mensch, ärgere dich nicht und so. Dann haben wir da so gespielt, zu viert oder so und dann kam einfach, ich weiß nicht mal von wem die Idee kam, ich glaube nicht mal von ihm, von einem Freund, glaube ich. Ja, mach doch mal deine Videos da. Dann dachte ich mir, nein, Digga, da mögen sie die Leute mich nicht. Da hat Julian gesagt, das stimmt, da mögen sie dich nicht, aber warum nicht? Das ist doch egal. Kann man die Reichweite mehr, ist da auf jeden Fall. Er sagt, mehr als 20-25% Dislikes wirst du da nicht kriegen. Und das ist auch so eingetreten, aber mehr als schlechte Kommentare, kann dir egal sein. Lass doch einfach ein paar Leute ärgern, warum nicht? Dann haben wir gesagt, okay, gut, haben wir Handschlag drauf gemacht, dann haben wir die da hochgeladen. Ich bin natürlich auffällig geworden. Es war eine sehr, sehr schöne. Es hat Spaß gemacht zu sehen, wie das wirkt. Mir war klar, dass die Leute dort nicht die allerbesten Sard-Fans sind. Trotzdem habe ich immer 18.000, 20.000 Likes bekommen. Ja, ja. Denen müsste das ja auch gefallen haben. Es ist halt ein riesen Channel. Auch wenn man viel Hate kriegt, kriegt man auf jeden Fall eine Menge auch Leute, genau, die einweihen. Genau. Es sind halt nicht die. Aber mir ist wichtig, dass meine Fans es gut finden, in erster Linie. Ja, das ist ja auch immer das Beste. Das ist mir, also auf meiner Seite ist. Ich war mir ziemlich sicher, dass die Songs sehr, sehr gut sind. Deswegen auf meiner Seite ist alles entspannt. Und ich habe eine Sache gelernt. Du musst lernen, Menschen zu ärgern mit einem Lächeln. So. Du darfst nicht zu verbittert an Sachen rangehen. Ja, das macht einen kaputt, gerade in der Szene. Genau, so, weißt du, ich mache einfach und mir ist es voll egal. Digga. mir ist es egal. Und wenn jemand sich ärgert, dann, ne, ich habe ein Foto mit Julian gepostet. Da haben voll viele sich aufgeregt beim ersten Mal. Da dachte ich mir, Digga, komm mal, am nächsten Tag, übernächsten habe ich ihn angerufen, komm mal bitte kurz. Dann ist er gekommen,
Wir haben nochmal ein Foto gemacht. Er sagt, bist du sicher, Digga? Guck mal, die Leute, sagt, ist mir egal. Nochmal ein Foto. Und dann ist der Hate wieder so ein bisschen. Du darfst dich nicht diktieren lassen von den Leuten, weißt du? Was schwer ist, weil wenn man so likesüchtig wird nach einer Zeit, wenn man immer die Anerkennung braucht, dann irgendwann diktieren die Fans das, was du machst. Mhm. Also ich meine, was in der Szene ist es halt, oder was heißt in unserer Szene, es ist nun mal so, wenn eine öffentliche Person ist, ist die Gefahr immer da, dass man... Ne, Digga, schlimmer als da, wo ich war, werde ich nie wieder sein. Ja, hoffentlich. Schlimmer als da, wo ich war, werde ich nie wieder sein. Deswegen... Ich sehe das alles locker. Ich bin jetzt schon so glücklich, dass ich mich wieder für meine Verhältnisse zurückgekämpft habe, da wo ich hin wollte. Jetzt kann ich auch in den Spiegel gucken und sagen, geil, Alter, das hast du wieder selber geschafft. Mir ist es voll egal, was passieren soll passieren. Mich interessiert einfach gar nichts mehr. Hast du, wie hieß dein Kontakt zu Bushido heutzutage? Gar keinen Kontakt. Gar keinen Kontakt? Überhaupt gar keinen Kontakt. Weil ich bin mir sicher, dass der ein oder andere oder ein paar tausend Fans da draußen sich super krass freuen würden auf sowas. Weil ich habe gerade dieses Echo-Ding geguckt und haben ja alle drunter geschrieben. Sogar Flair wurde erwähnt. So, warum ist jetzt nicht... Das wäre so geil, wenn Flair auf einmal... Ich habe mit Flair noch nie einen Song... Mit Flair würde ich übrigens sehr gerne einen Song mal machen. Das wäre mal mies. Warum machst du nicht mit Flair CCN? Ja, das hat Dame von TV Straßensound auch gesagt. Ja, mit Flair würde ich sehr gerne einen Song mal machen, weil... ich will mal gucken, wie das halt passt. Aber nicht so einen Song machen, einfach einen 16er schicken, sondern wirklich einen Song zusammen. Ja, zusammen. Wirklich einen Song machen, auch mal vielleicht 2 Tage, 3 Tage verbrauchen. Aber wie gesagt, ich habe zu irgendwie überhaupt gar keinen Kontakt. Mhm. Deswegen wird das wahrscheinlich schwer sein. Und mit den anderen Jungs besteht überhaupt gar kein Kontakt. Ich finde, ja, es ist ja nicht böse auseinandergegangen. Es wurde nie dreckige Wäsche gewaschen. Ich also glaube die Möglichkeit. Nicht, dass da irgendwas mit Flair meinst du? Mit Bushido. Mit Bushido wird, glaube ich, nie wieder irgendwas kommen. Also das ist schon lange her, Digga. Das ist nicht vorgestern. Das ist auch nicht letztes Jahr. Das ist schon sehr, sehr, sehr lange her. Und man hat sich so krass auseinandergelebt. Okay. Du hast dich... Ich werde ihm immer dankbar sein für alles, was er in der Vergangenheit für mich getan hat. Ich werde ihn auch dafür immer lieben, dass er mich entdeckt hat und dass ich durch ihn rappen konnte und alles und sehr viel Geld verdienen konnte auch zu der Zeit. Dafür Riesendank, Dankeschön, Respekt mein ganzes Leben. Aber also nachdem wir uns da halt getrennt haben, haben wir uns noch mal ein paar Mal gesehen, aber es war nicht mehr das Gleiche. Du hast gemerkt, das wird nicht mehr so sein, wie es mal war. Er ist ein ganz anderer Mensch geworden. Also ich kenne ihn schon nicht mehr. Weißt du? Ja, so, und ich bin ein ganz anderer Mensch geworden. Ich war 10 Jahre alt, 30 Jahre alt. Also das ist, ne? So, und wir haben so eine lange Zeit nichts mehr miteinander zu tun. Deswegen sind auch gar keine Gefühle mehr im Spiel tatsächlich. Yeah, so, ne? Ich verstehe. Was soll ich dich lieben, wenn ich dich nicht kenne? Nein, ich verstehe das. Aber vielleicht... Aber es ist alles Gott sei Dank. Also ich bin zufrieden, dass kein Krieg ist. Ich bin zufrieden, dass wir uns nicht gegenseitig beleidigen. Das ist schon sehr, sehr viel wert heutzutage in der Hip-Hop-Welt. Ja, und dass da irgendwas in Zukunft sein könnte, sollte sein. Das ist, kann sein, aber ich glaube da nicht dran, dass es passiert. Man muss es auch nicht zwingen. Also ich denke, es ist eine Fangeschichte. Das wird auch bleiben. Aber ich sage das jetzt extra nochmal explizit, damit das einfach auch aufhört, weil unter jedem Foto, wann kommt wieder was mit dran? Das ist wirklich viel. Das ist wirklich Das ist aber schon lange her, Digga. Ja, aber das war der Stern. Ja, aber die Leute, die das schreiben, sind 15 Jahre alt. Damals waren sie 2. Aber dann siehst du doch, wie sehr das immer noch beeinflusst. Ja, aber das ändert ja trotzdem nichts daran, dass wir nichts mehr miteinander zu tun haben und dass wir nichts miteinander machen. Ja, das ist doch einfach Fakt. Das muss man doch. Ich kann auch jetzt die ganze Zeit künstlich so. Nein. Ja, wer weiß, was passiert, Bruder. Nein, Digga, da kommt nichts, da wird nichts kommen, da ist nichts geplant, da ist überhaupt gar kein Hallo, kein Wie geht's, kein nichts. Das müssen die Leute einfach akzeptieren und damit leben. Und wenn sie jetzt traurig sind, können sie sich auch alte Songs anhören, die gibt's doch noch. Das sind doch die Stimmen mit. Nein, das ist auch gut. Wunderbar. Gibt's denn überhaupt Kontakt zu alten EGJ-Künstlern? Zum Beispiel Nice oder so? Nee, also zwischendurch hatte ich ein paar Mal Kontakt zu denen, aber jetzt auch lange nicht mehr. Zwischendurch habe ich auch mit Debo mal geschrieben gehabt, aber auch schon lange Zeit nicht mehr. Der einzige von damals, also die einzigen beiden sind halt Echo. Aber Echo war schon immer... Ja, ihr hattet immer schon ein bisschen Kontakt. Ne? Wir waren schon immer ein bisschen was anderes. So, ne? Der war auch damals sehr, sehr oft und lange bei mir, auch zu Hause ein paar Monate und sowas. Und Hengst zwischendurch auch. Das sind die einzigen beiden, mit denen ich noch gut bin. Aber mit Echo war das halt das schon immer damals was Besonderes gewesen. Das war echt ein gutes Verhältnis. Ist da in Zukunft ein bisschen mehr geplant noch mit Echo? Weil du hast mal so ein Hashtag gemacht. Da kann man sich ja drauf...
Jetzt kann man reden. Ja, Digga, wenn die Möglichkeit besteht, da kann man ja wenigstens ein bisschen spekulieren. Ja, mit Echo ist auf jeden Fall ist nicht auszuschließen, dass bald eine Überraschung folgen könnte. Ich meine... Das erste Mal, dass ich auch das sage. Ich meine, ich habe nämlich in den ganzen Sachen ein bisschen gescrollt, um zu fühlen, so was geht. Ich glaube, ich habe so einen Hashtag gelesen von dir, irgendwann so ein Collabo-Hashtag. Dann dachte ich so, okay, das ist natürlich ein bisschen dramatisiert, die Situation, aber ich glaube, das wäre geil. Ich glaube, man sollte sich auf jeden Fall überraschen lassen, was damit. Echo und ich sind echt gut miteinander. Ja. Ja, und das ist nicht so, wenn du jetzt sagst, Saad macht ein Collabo-Album mit Azad, ist das schon echt krass weit weg. Aber so mit. Vielleicht wird das ja auch kein Collabo-Album, vielleicht machen wir was anderes. Aber es ist auf jeden Fall was Krasses geplant, wir zusammen. Was ist denn mit Julian musikalisch? Ist der auf dem Album irgendwie? Oder Nee. Wir wollten einfach wirklich nur die Songs auf seinem Kanal hochladen und er wollte ja nicht mal das Geld für die Klicks haben. Und ich wollte natürlich, das wäre ein bisschen behindert, wenn ich sage, ja, okay, dann nehme ich das Geld. Deswegen haben wir das verlost, das Geld. Ach, wirklich? Ja, ja. Du hast es nicht gespendet, vielleicht, das wäre vielleicht noch sinnvoller, aber gut. Dieses Kommentar habe ich auch gelesen. Das wird der Stop-Kommentar sein. Nee, ja, sorry, ich wollte jetzt kein Auge machen, aber ja nicht verlosen schlimm. Dachte ich jetzt irgendwie. Er wollte halt mit dieser Aktion zeigen, so, yo, ja. Digga, ich mache das echt freundschaftlich. Und es wäre ein bisschen bescheuert, wenn ich sage, ja, ich will jetzt aber das Geld nehmen. Ach, gut, kann ich das gegenrechnen mit meinen Produktionskosten? Das ist auch blöd. Deswegen verlosen wir das Geld einfach. Und das war's. Das ist ein freundschaftlicher Dienst, der so ist. Und wie gesagt, meine Musik ändert sich doch jetzt nicht, weil ich da... Nein, das sowieso nicht. Das habe ich auch vorher nicht gedacht, aber gerade das... Das wäre jetzt natürlich ein bisschen, wenn ich auf einmal... Auf einmal fängst du so an. So auf oder? Einmal so reiche ich eine JMC-Runde ein oder so. Das wäre natürlich ein bisschen was anderes. Das würde ich nicht machen, aber einfach normale Musik auf einem ganz geilen Channel hochzuladen, ist natürlich... Warum nicht, Digga? Das soll sich die Leute aufregen. Lieber ist man auffällig, als gar nicht auffällig. Und ich meine, das hat mir nicht geschadet. Du bist ja auch nicht der Erste, der auf dem Channel von einem YouTuber, der ein bisschen auch Hate hat in der Szene oder viel Hate hat, was hochlädt. Da bist du auch nicht der Erste. Also egal. Aber ich glaube, ich bin der erste Gangster-Rapper, der auf so einem Kanal stattfindet, oder? Ja, okay, jetzt hast du nochmal den so gemacht. Ne? Mit solchen Songs. Okay. Jetzt hast du den nochmal rausgeholt. Weil ich wusste ganz genau, was du jetzt sagen wirst. Ja, deswegen habe ich... Ich finde das auch nicht schlimm. Nein, ich finde das auch nicht schlimm. Ich finde, die Leute vergessen... Was ist der Unterschied zwischen 16 Bars und Julian? Gar keinen Unterschied. Es gibt schon... zwischen 16 Bars und Julian weiß ich nicht. Aber zwischen hiphop.de und Julian gibt es einen Riesenunterschied. Es gibt einen Riesenunterschied. Nein. Ja, können wir weißt du warum? Ja, erklär du mal, dann trinke ich schon mal ein Wasser so lange. Es ist ganz einfach. Natürlich, ihr seid medial unterwegs und er macht was anderes. Er ist ein Typ. Nein, ich rede jetzt nur von dem Grundding des Channels. Okay. Er bringt Rap auf seinem Channel. Ja. Ich rede nicht über, der hat zwei Channels. Ja, ich rede nur, das ist Battle Channel, da bin ich ja auch. Er supportet Rap. Und ihr supportet? Ja. Auch Rap. Ja. Siehst du? Ja. Deswegen aber so einfach ist das Leben nicht. Das ist genau einfach. Nein. Es gibt ja Gangster-Rap und Pop-Rap. Ja, und wir machen alles. Siehst du? Wir machen alles. Er macht alles. Wir sind Hip-Hop. Er macht auch alles. Wir sind Magazin. Wir sind aus der Szene für die Szene, so von der Straße für die Straße. Und er macht natürlich, er ist ja natürlich bekannt geworden als ein Typ, der die Sachen so kritisiert, so hardcore und so witzig auch und so. Und hauptsächlich würde ich den so im Bereich VBT und so sehen, so, also dass er so ein Page macht. Definitiv hast du recht. Nein, du hast definitiv recht. Ist jetzt kein Comedy-Channel. So. Die Leute, die da... Nein, das ist klar. Das ist schon Hip-Hop. Ich weiß gar nicht, warum ich die Leute in Schutz nehme, die mich disliken, aber das sind auch Rap-Fans. Nein, voll. Es ist aber schon so, dass das eine gewisse Parallelwelt ist irgendwie. Also bei hiphop.de können wir... also ich bin mir sicher, dass ein paar von denen, die auch da sind, zum Beispiel, keine Ahnung, ich kenne ein paar Namen, Asiate oder so, oder Sponge oder so. Das sind technisch gute Leute, gerade Sponge, ein richtig krasser Typ. Ja. Aber es ist schon ein gewisses Parallel-Universum so, weißt du? Aber ist beim VBT auch so. Aber ja, stimmt schon. Nee, das ist ja keine große Frage. Aber es ist schon ein großer Unterschied zwischen unseren Wenn ich mein
ihr macht was anderes als er, aber ihr habt beide was mit Rap zu tun. Natürlich. Wenn ich jetzt mein Video bei bravo.de hochlade, das ist was anderes. Das würde nicht passen. Ich verstehe, was du sagst. Ne? Nee, das stimmt auch. Wie gesagt, er ist jetzt kein Prank-Channel, der 19 Millionen Klicks hat. aber das, auch das gab es schon früher. Zum Beispiel, wenn sich die Leute überhaupt noch erinnern, als Bushido oder Sido oder so erste Mal bei The Dome aufgetreten sind, vielleicht warst du damals sogar dabei, dann haben die Leute auch alle gesagt, Sellout bei The Dome, seid ihr bescheuert? Ja. Heute oder dann später war das ganz normal Standard. Ganz normal. Das ist auch... oder als Sido bei VOG-WM bei Stefan. Das ist die Krankheit von Rap. Oder das ist Echo sein Pech, Alter. Auch immer. Der war immer der Erste. Er war immer der Erste. Er ist immer, er ist so ungefähr wie Flair. Ja. Er sind auch immer die Ersten, die irgendwas erfinden. Aber bei Echo hat wirklich diesen Pop-Rap, diesen mit ein bisschen Gesang mit hier und mit Bravo. Das wurde hat mega gehatet gemacht. Mega gehatet. Und jetzt... Jetzt bist du nicht mehr so geil, wenn du das nicht machst. Ja, das stimmt schon. Der war bei Viva einer der Ersten, die das und das gemacht haben. Dann war er da, dann hat er die Tür aufgemacht und immer wurde gehatet. Er hat immer die Türen für Rap aufgemacht. Halt, ja, ne? Das ist immer so, er ist ähnlich wie ich, Digga. Er ist ein Held, der nicht als Held gesehen wird. Ja gut, das hast du jetzt gesagt, aber was ich sage ist, es ist halt immer so, Echo den Respekt, den er normalerweise verdient? Jetzt, vielleicht heute, ja. Aber trotzdem, zu einer Zeit ist das nicht. Genug? Ist das genug? Das weiß ich nicht, ja. Oder ist das... Also ist das von mir schon. Also ich denke, von dir natürlich, klar. Er hat nein, auch nein, ich meine... Geredet, aber ich finde, szenetechnisch, Echo müsste normalerweise viel mehr Respekt bekommen für all das, was er für Rap getan hat. Gut, aber er hat auch viele Fettnäpfchen gemacht. Ist deswegen, egal, aber er hat trotzdem sehr viel für Rap getan. Hat er ja. Das nimmt ihn ja auch keiner natürlich, mit. Natürlich, aber er kriegt nicht diesen Respekt, den ein Kool Savas kriegt. Warum? Ich habe nichts gegen Savas. Aber das gegeneinander aufzuwiegen ist ganz schwer jetzt zu erklären. Das ist egal, Digga. Der Rap, Savas hat sehr viel für Rap getan. Ja. Auch. Echo hat auch sehr viel für Rap getan. Ja. Ich habe auch sehr viel für Gangster-Kanacken-Rap getan. Wo ist mein Respekt, Digga? Okay, das ist interessant. Findest du, du bekommst das nicht? Überhaupt nicht. Wo ist mein Respekt für all das, was ich geschafft habe? Ohne jetzt arrogant zu klingen, aber diese ganzen primitiven Rapper, die in der ganzen Zeit gekommen sind, manchmal sind sie wieder weg und alles, die sind doch, wann haben sie angefangen zu rappen? Wo haben sie diesen Style her? Ja, es gab eine gewisse Zeit, da hast du viel beeinflusst, auf jeden Fall, oder? Noch Leute, die heute ein bisschen anders rappen, haben ja trotzdem so angefangen. So, aber ich finde, viele Gangster-Rapper haben mir im Laufe der Jahre immer gesagt, dass die CCN 2 gerade mit dir und Bushido gefeiert haben. Ich merke, ja gut, das ist eine Sache, aber... Du hast ja auch aufgehört. Ist doch egal, Digga. Weißt du? Torch kriegt auch seinen Respekt. Der hat er ja auch eine ganze Zeit lang nicht bekommen. Aber von mir würde er seinen Respekt jetzt bekommen, für das, was er geleistet hat. Wo ist denn der Respekt für mich? Warum kriege ich kein... Warum muss ich manchmal Kommentare lesen? Saad ist bei 2004, 2005 stehen geblieben. Warum sagen nicht manche Leute, Gott sei Dank gibt es noch einen wie Saad, der nicht seinen Arsch verkauft hat und auf einmal was ganz anderes macht und wirklich das eingehalten hat, was er damals uns erzählt hat? Warum sagt das keiner? Wenn andere Leute das machen, was ich jetzt mache, mit zwischendurch mal komische Moves und sowas, die werden dafür gefeiert. Wenn andere Leute Gangster-Rapper waren, auf einmal Trap machen, die werden dafür gefeiert. Aber wenn ich das nicht mache, sagen die, der ist bei 2000, nur die Hater jetzt, ne, nicht die Fans. Nein, der ist bei 2004 hängen geblieben. Wenn ich das aber mache, würden genau dieselben Hater sagen, der hat sich verändert. Das ist ja Standard. Die von mir, Digga. Ja, das ist ja Standard. Aber ich krieg trotzdem diesen Respekt nicht, den ich mir wirklich reglich verdient habe, kriege ich auch nicht. Was soll das? Ist schwierig, müsste man eine Umfrage machen, aber, es ist schwierig zu beantworten sowas. Aber diese Tzatziki ist heftig. Ja, kein Problem, ich rieche es nicht, ich bin ein bisschen erkältet. Ich habe einmal mit Sammy Deluxe darüber gesprochen, er sagt... Der kriegt seinen Respekt auch nicht, heutzutage. Der hat aber schon viel Respekt. Damals. Ja, aber... Damals. Heutzutage, Digga, heutzutage. Er war auch damals so eine ganz andere Größe. Ich bin jetzt hier. Es ist egal, Digga. Das hat doch gar nichts damit zu tun. Doch, klar. Es kommen ja neue Leute auch. Ist doch egal. Aber es ist ja immer so, dass die neuen Leute auch ein bisschen Shine wegnehmen. Also wenn man so Spotlight wegnimmt. Das ist aber falsch. Wenn das normal ist, ist es cool. Natürlich. Es ist ja in jeder Welt normal. In Kunst, in Rap, Pop, Fußball. Ich finde das falsch.
Ja. Nein, nicht im Fußball. Natürlich. Wir finden immer noch Lothar Matthäus voll krass. Ja, vielleicht ist Fußball nochmal anders als jetzt Musik, jetzt weil man da die Stats, weil man die Statistik durchgucken kann. Immer, man weiß so, der hat damals so Tore, Ecken, bla, ja. So. Rap, also wenn man wirklich Rap hört, dann hört man noch nicht Rap einfach jetzt, habe ich jetzt gestern einen Kollege gesehen bei MTV, also das höre ich mir jetzt an. So kann man anfangen. Das ist ja kein Problem. Aber dann beschäftigt man sich doch damit und schaut einfach, wer, was, warum, wie. Es gibt doch eine Geschichte, die ist doch schön. Es ist doch, Rap ist doch so so was Geiles, oder nicht? Ja, klar. Das, Rap hat eine Geschichte. Man kann sich die Geschichte von Rap mal... Kann man ja auch. Jamie Deluxe kriegt heutzutage nicht den Respekt, den er sich verdient, Digga. Ich glaube, das gehört zu Rap viel mehr als zu anderen Musikrichtungen, gehört das bei uns dazu, dass die neue Generation immer die alte erstmal entweder sagt Props oder auch ein bisschen sich loslöst von denen, dann auch mal einen Diss macht oder so, aber dann später, es war schon immer so, dann im späteren Zeitraum gibt man dann wieder Props. War bei Savage damals auch hier und da verteilt. Bushido hat gegen Torch mal geschossen, dann später mal gesagt, okay, Respekt. Ich rede gar nicht über die Künstler. Ich rede über für die Fans. Ja gut. Ich rede gar nicht über die Künstler. Jeder Künstler findet sich am besten. Jeder, das ist ja normal, das ist Rap, ja. Ich rede über die Fans, Digga. Die müssen den, warum soll ich denn jetzt, ich sag jetzt Sammy cool. Aber Sammy bekommt, finde ich, viel Respekt nicht genug, von den Fans. Nicht genug. Ja gut. Er bekommt viel, aber nicht genug, finde ich. Er hat sehr, sehr viel, auch wenn ich ihn mal einmal beleidigt habe damals, auf wenn wir kommen. Ja, warum hast du ihn denn beleidigt damals? Ja, ich war 18 Jahre alt, wie du sagst, bla, aber trotzdem. Das ist es nun mal. Man, gut, aber also, wenn ich sage, Sammy Deluxe ist... hat eine Baggy an und ist eine Schwuchtel oder so, was weiß ich jetzt. Ne? Das ist ja, hat ja nichts damit zu tun, dass er trotzdem sehr viel für Rap getan hat. Nein, hat es ja auch nicht. Deswegen sage ich ja, wenn man in der Szene ist, versteht man solche Disses auch, die auf die Ahnen des Raps gehen. Das ist ganz normal. Es ist ganz, ganz normal, dass man so, dass die neue Generation, die alte, um sich auch loszufühlen, um loszubinden und auch, um auch dann neue Sachen zu machen, erstmal die alten wegmacht, weckt es ein bisschen so, ich weiß gar nicht, wie oft Torch erst von einem Rapper gedisst wurde, dann aber zwei Alben später respektiert wurde, das ist halt normal so. Das ist halt im Rap ganz normal. Aber diese Diskussion hat leider kein Ende, so, weil ich kann es ja nicht ermitteln, ich weiß es nicht. Von meinem Gefühl her bekommen die Leute ihr Respekt, auch von den Fans her. Ich kann das ja so an ein, zwei Kommentare kann man das eh nicht festmachen. Also ich finde, es macht so den Anschein für mich. Ja. Das ist meine Meinung. Ich bewege mich so in einer Welt, wo ich sehe, dass er nicht genug Respekt bekommt. So, kann ja sein, dass du dich in einer anderen Welt bewegst. Nö, aber also da, wo ich bin, bekommt er auf jeden Fall nicht seinen Respekt. Wie zum Beispiel auf hiphop.de würdest du wahrscheinlich mehr Respekt kriegen wie auf Julians Blog Battle Seite oder auf der anderen, keine Ahnung. Kann sein. Ja, das ist auch das war mein erstes Mal, ne? Seit 8 Jahren bei euch. Ja, bei hiphop.de. Ja, seit 6, 7 Jahren oder so? So lange bin ich gar nicht dabei. Aber, aber das ist mein erstes Mal schon seit einer ganz langen Zeit hier bei euch. Korrekt. Ich bin ein fremder Halle. Einmal ist immer das erste Mal. Genau. So, wir sind auch bei einer Stunde angekommen, fast. War nice. Guter Talk. Das erste Mal Start bei uns bei hiphop.de. Ich hoffe nicht das letzte Mal. Das liegt an dir. Wenn du jetzt 2 Jahre nach Libanon wieder gehst, entweder lädst du mich da auf deinen Nacken ein, dann komme ich gerne. Ich mache mein Album im Libanon weiter übrigens. Also ich bin nächsten Monat, werde ich im Libanon für 2 Monate. Wo denn in Libanon? Das ist ja auch immer so... Südlibanon, genau. Okay, Zeit. Ich komme. Kann man kommen. Das lohnt sich für mich. Das lohnt sich. Wenn auf deinen Nacken einiges geht, am Flug essen, dann... Ich lade dich hiermit ein, dass du vorbeikommst. Yes. Dann verbringst du aber 3, 4 Tage dann. Habe ich wieder erfolgreich mich selbst eingeladen. Ja. Perfekt. Ansonsten würden wir gleich nochmal... Wenn du nicht kommst, Digga, kriegst du eine heftige Videoansage. Ja, alles gut. Und dann auf Julians Seite, dann 1 Million. Nee, lass mal diese Filme auf mich. Ja. Nee, schön. Dann lass uns gleich nochmal auf die Fanfragen kommen. Mal eine kurze Pause und wir sehen uns dann bei den Fanfragen wieder, meine Leute. Bis später. Yo, Freunde, in the motherfucking house. Es folgt natürlich noch Fanfragen. Ja? Da habe ich nochmal so geguckt. Ja, es gab ja schon auch Fanfragen und Interviews bei den Kollegen und da. Und ein paar Sachen wisst ihr eh alles schon. Aber ich habe mal nochmal geguckt. Freunde, es kommen noch Fanfragen auf jeden Fall mit Babassat. Also bleibt dran und die nächsten Tage haue ich das Ding raus. Schreibt mir in die Kommentare, ist es was für euch? Eine neue Babassat-Platte. Findet ihr auch, wie er sagt, das Punch-Arroganz und so weiter...
dass die eigentlich schon zu ihm passen. Oder könnt ihr verstehen, was ich ihm sozusagen gefragt habe? Könnt ihr das verstehen, wie ich das meine? So, dass man so einen Übergangster-Rapper wie ihn oder so Straßenrap-Veteran wie ihn, so CCN-Flavor und so, dann plötzlich mit Punch oder auch Esse oder wer auch immer bei ihm war, so, dass man das erst nicht so, also dass man das nicht so krass diggen konnte. So. Findet ihr das auch? Oder sagt ihr, na, Bruce, Alter, warum bist du so engstirnig? Lass morgen vielleicht ein VBT-Rapper bei Erst guter Junge, man weiß es nicht. Alles ist gut, alles ist offen, alles kann. Natürlich, ich bin eh der Meinung, ey, alles muss geremixed werden, alles muss. Aber andererseits, ihr schreibt das ja, ja? Ich habe ja gesehen, wie die Comments sind. Also, Freunde, schreibt mir das in die Kommentare und like das Video. Ne, like das Video. Abonniert den Channel hiphop.de, Gangzeichen, damit ihr wisst, dass es eine Hip-Hop-Sendung ist. Und wir sehen uns bei den Fanfragen wieder. Wir könnten ungefähr an dieser Stelle weitergehen. Also ich mache die Kamera aus. Bis später.